bestimme ich den Schnittpunkt einer Gerade mit einem Kreis? Grafisch das Ganze relativ schnell veranschaulich. Ich habe die Gerade eben hier mit x plus 7y ist gleich 14. Das heißt, hier kann ich ja die Gerade umformen nach y und es entsteht eben minus x siebtel plus 2. Das heißt, Ordinatenabstand ist 2 und die Steigung ist eben minus 1 siebtel. Das heißt, die Gerade kann ich mir relativ schnell einzeichnen. Der Kreis ist ja auch vorgegeben mit dem Mittelpunkt eben 3 und minus 2 und den Radius 5 und ich sehe schon anhand der grafischen Lösung, dass ich hier mit Sicherheit zwei Lösungen habe, Punkt A und Punkt B. Das Ganze rechnerisch zu bestimmen geht natürlich auch mit Hilfe der Kreisgleichung. Das heißt, prinzipiell haben wir ja mit Punkt A und mit Punkt B jeweils x und y Werte. Das heißt, ich muss zwei Gleichungen aufstellen und eben die x und y Werte eben berechnen. Die erste Gleichung ist natürlich meine Geradengleichung. Diese forme ich jetzt entweder nach y um oder nach x um. In dem Fall ist es natürlich einfacher, das Ganze nach x umzuformen. Das heißt, ich erhalte hier eben 14 minus 7y. Und die zweite Gleichung ergibt sich ja durch meine Kreisgleichung, die ja eben definiert ist, allgemein als r² x minus xm zum Quadrat plus y minus ym, das Ganze ebenfalls zum Quadrat und kann jetzt natürlich die erste Gleichung in die zweite einsetzen und erhalte dann dadurch eben eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten. Fürs r² kann ich ja meinen Wert einsetzen, das heißt hier habe ich 25 ist gleich. Für das x jetzt hier setze ich diesen Ausdruck ein, also 14 minus 7y. Das Ganze minus den Koordinaten des Mittelpunktes für x, also minus 3 und das Ganze natürlich zum Quadrat plus hier den y minus den Mittelpunkt, der Mittelpunktkoordinate minus 2 mal minus ist aber plus, also plus 2 und das Ganze zum Quadrat. Habe jetzt eben eine Gleichung dadurch erhalten mit nur noch einer Unbekannten. Die Gleichung kann ich ja jetzt durch weiteres Ausquadrieren zu einer quadratischen Gleichung umformen. Hier 25 ist gleich 14 minus 3 ist dann natürlich 11. Das heißt, ich würde hier eben statt diesen Ausdruck jetzt minus 7y plus 11 zum Quadrat haben. Und die zweite Klammer quadriere ich gleich aus. Es ist y² plus 4y plus 4. Im nächsten Schritt noch diese Klammer ausmultipliziert oder ausquadriert. Prinzipiell ist dann 49y. Hier haben wir dann minus 154, hier ist y² minus 154y plus 121 plus eben y² plus 4y plus 4 von oben noch abgeschrieben, kann das Ganze jetzt natürlich vereinfachen und zu einer quadratischen Gleichung umformen. Das heißt, die 25 bringe ich auf die andere Seite mit minus natürlich, habe dann hier stehen minus plus 100 natürlich. Vorne habe ich 49y² plus y² ist natürlich 50y² und hier ist minus 154y² plus 4y ist dann minus 150y. Vereinfachen kann ich das Ganze noch, indem ich dividiert durch 50 die ganze Gleichung nehme und erhalte dann 0 ist gleich y² minus 3y plus 2. Eine ganz einfache quadratische Gleichung, die kannst du mit der quadratischen Gleichung, Lösungsformel lösen oder mit Hilfe des Taschenrechners. Du erhältst auf jeden Fall einen y1-Wert von 2 und für y2 erhältst du den Wert 1. Das sind jetzt die y-Werte der Schnittpunkte. Um die x-Punkte der Schnittpunkte zu berechnen, brauchst du jetzt eigentlich nur noch mit diesen Werten jeweils in einer der zwei ursprünglichen Gleichungen hineingehen. Natürlich ist hier die 1er Gleichung prädestiniert dafür. Da du jetzt nur noch einsetzen musst, 14 minus 7 mal 2 ist natürlich 0 für den ersten Schnittpunkt. Also Schnittpunkt 1 ergibt sich ja daraus mit 0 und 2. Anhand unserer Grafik können wir das ja auch relativ schnell bestätigen. Wir haben hier eben x-Wert 0 und 2 ist ja eben der Ordinatenabstand, den wir ja anhand unserer unbeformten Geradengleichung schon ermittelt haben.
Für den Schnittpunkt 2 müssen wir noch den x2-Wert berechnen. Auch hier wieder gehen wir in die erste Gleichung rein, setzen für y jetzt natürlich 1 ein, somit ist x 14 minus 7 mal 1, also 7. Und erhalten für den zweiten Schnittpunkt die Koordinaten 7 und 1. Jetzt gibt es natürlich bei solchen Schnittpunktberechnungen oder Kreis- und Geraden Vergleiche drei Möglichkeiten. Zum einen, so wie hier eben mit zwei Schnittpunkten, das heißt, die Diskriminante bei unserer quadratischen Gleichung ist auf jeden Fall größer 0, das heißt, wir haben zwei verschiedene Schnittpunkte. Dann sprechen wir, so wie in dem Fall, eben von einer Sekante. Wenn wir bei der quadratischen Gleichung eine Doppellösung erhalten, sprich unsere Diskriminante ist 0, erhalten wir eine Doppellösung, dann sprechen wir von einer Tangente. Eine Tangente ist eben eine Gerade, die unseren Kreisring eben genau berührt. Deswegen haben wir auch eine Doppellösung. Und was aber noch als drittes vorkommen kann, ist, wenn wir eine Gerade haben, die unseren Kreis eigentlich überhaupt nicht berührt, auch nicht schneidet, dann sprechen wir von einer Passante und dann haben wir eben in dieser quadratischen Gleichung, wenn wir sie lösen, keine Lösung im Reellen. Wir würden zwar mit komplexen Zahlen weiterarbeiten können, aber da wir im Reellen uns bewegen, hätten wir keine Lösung. Das heißt, wenn die Diskriminante kleiner ist als 0, sprechen wir eben von einer Passante.